Guten Morgen. Auch der nächste Vortrag kommt wieder aus, der ging von OpenStreetMap. Auch der nächste Vortragende wieder ein Urgestein aus dem Projekt, bevor es ihn gab. Das war vor 7, 8 Jahren. Da brauchte man eine Maschine mit 64 Gigabyte Speicher, um aus der OSM-Word was rausfiltern zu können. Heute geht das dank seinem Instrument vom Handy aus. Das Instrument heißt Overpass-API und den neuesten Stand wird uns jetzt Roland Olbricht verkünden. Danke. Ja, erstmal danke für die Gelegenheit zum Vortragen. Wo wir gerade beim Bedanken sind, bezahlt wird der Server, der dann doch nicht so klein ist im Hintergrund, von der Foskis. Auch dafür nochmal ein Dankeschön, die sich, glaube ich, umgekehrt immer dafür, darüber freut, dass sie satzungsgemäß dafür Geld ausgeben kann und lieber gerne noch mehr Anlässe hätte, satzungsgemäß Geld auszugeben. Wer also noch Ideen hat jetzt oder aus anderem Anlass nach Förderung zu fragen, dann sollte er das tun. Geht sehr unbürokratisch, kann ich bestätigen und nur sehr empfehlen. Gut, aber jetzt eigentlich erstmal, was ich eigentlich in diesem Vortrag vorhatte, war eine interaktive Beispielsitzung zu machen. Weil ich finde das immer, so eine Frontalsachen immer relativ unangenehm. Das heißt also, wer jetzt noch kein Beispiel hat, was er gleich fragen will, hat jetzt noch 10 Minuten Galgenfrist, bevor ich dann rumkomme und einzeln frage Beispiele, was ihr wissen wollt, was geht und was nicht. Bis dahin werde ich ein bisschen was zu meinem Arbeitsstand sagen. Ich hätte eigentlich jetzt schon die neue, super-duper neueste Version vorstellen wollen. Ich bin damit nicht fertig geworden. Ich habe gewisse Ansprüche, dass die Testqualität klappt. Es gibt Tests, die fehlschlagen, dann wird das Ding auch noch nicht veröffentlicht. Tut mir leid, es gibt aber einen Probeserver, werden wir auch gleich sehen. So, worum es mir jetzt geht, ist, wir haben ein Tool, Akavi, das prinzipiell in der Lage ist, Änderungen anzuzeigen und dafür die Overpass-API nutzt, aber die Overpass-API kann das eigentlich gar nicht. Das heißt also, da wird unter der Haube so ein bisschen zurechtgefummelt, damit es das tut. Und das allergrößte Problem dabei sind Relations. Die sind in Akavi einfach stillschweigend ausgeblendet. Das heißt also, Änderungen an Relationen, an Relations sieht man einfach gar nicht. Und der Grund dafür ist, da werde ich mich dann gleich ausführlich zu auslassen. Eine andere Sache ist, innerhalb dem, was Akavi anzeigt, auch die echten Änderungen zu finden. Auch das macht Akavi jetzt nicht aus bösem Willen, dass man sagt, mit Ostern ist ein schönes Fest, sondern das liegt daran, dass die OSM-Daten es einem schwer machen, die echten Änderungen in den OSM-Daten zu finden. Und zu guter Letzt von meiner persönlichen Wunschliste, ich weiß nicht, wer kennt die Funktion Git Blame? Einmal Hand hoch. Wer kennt das Tool Git? Wer hat gerade keine Ahnung, wovon ich spreche? Okay, also dann ganz, ganz kurz, weil wenn es auch nur alle im Raum wissen, das ist so wichtig, das sollten einfach alle wissen. Eines der Hauptprobleme, was man hat, wenn man ernsthaft mit größeren strukturierten Datenmengen und eigentlich sowas Typisches wie Software oder auch eine Diplomarbeit oder eine Masterarbeit oder heutzutage arbeitet, ist, man möchte in der Lage sein, eine alte Version wiederholen zu können. Und das ist der Job von einem Versionskontrolltool wie Git, dass es einem leicht macht, jede Zwischenversion, die man jemals produziert hat, wirklich jeden Tag, jede Stunde, abzulegen und wenn man sich dann erinnert mit, vor 2 Wochen habe ich das doch schon mal hingeschrieben und dann habe ich es rausgelöscht, weil es so doof aussah im Layout, dass man dann die Chance hat, die alte Version zurückzuholen. Gibt es eigentlich noch viel mehr Aufgaben und die von Git Blame wiederum ist es, dass ich, wenn ich eine Stelle im Quelltext habe und die kommt mir komisch vor, dann will ich wissen, wer hat die aus welchem Anlass reingetan. Und dann sagt mir Git Blame, diese Funktion sagt mir, diese Quelltextstelle kam aus diesem und jenem Change-Set und vor 5 Jahren und von Autor X. Und das ist das, was man eigentlich sich auch für OSM wünschen würde. Wenn ich mir jetzt anschaue mit, dieses Ding hier sieht aber komisch aus, diese Kreuzung kann nie so funktioniert haben. Ich muss den Mapper mal fragen, was er da gemeint hat, dass einem das Tool wirklich sagen kann, nicht nur, wer zuletzt dieses Objekt angefasst hat und vielleicht was völlig anderes damit gemacht hat, da sind wir bei Relationen, dem großen Spaß für die ganze Familie, und noch lachst du. Und stattdessen wirklich zu sehen, mit dieses Tag oder diese Datenkonstellation, diese Geometrie kommt von jenem Edit und jedem Mapper, den ich dann anschreiben kann und der sich vielleicht irgendwas dabei gedacht hat. Überraschend häufig ist das der Fall. Ich habe bei meinen Edits festgestellt, dass einige Edits verloren gegangen sind, bei denen ich mir durchaus was gedacht habe
und ich hätte es wünschenswert gefunden, wenn die Mapper mal gefragt hätten, warum das so ist, wie es ist. Naja, anderes Thema. Jedenfalls werde ich zu kommen und zu guter Letzt, nicht auf meiner Wunschliste, aber muss man ein bisschen, wenn man sich überlegt, wie man eigentlich jetzt sowas hinkriegen will, muss ich mir auch Gedanken machen, wie sind eigentlich die Datenmengen verteilt und was sind dann die richtigen Strategien. Gut, kommen wir erstmal zum Thema Relations. Das hier ist ein kleines Stück Bonn. Das sind wahrscheinlich alle schon gelaufen. Ich vermute mal, ein großer Teil ist mit der Bahn gekommen oder hat mal versucht, irgendwie in die Bonner Innenstadt zu kommen. Die ist hier oben rechts. Und so nach unten links raus ist das Campusgelände, am linken Rand ist die Popmensa. Und jetzt, wir bleiben heute interaktiv, bräuchte ich mal Schätzungen. Ich sage mal als Hilfe, wir sehen in diesem Bild Waze mit einer Gesamtlänge von 349 Kilometern. Wenn wir jetzt die Relationen nehmen, die durch dieses Bild durchgehen, wie viele Kilometer Relationen sehen wir hier in diesem Bild? Also was ist die Gesamtlänge der Relationen, die durch dieses Bild laufen? Einfach einen Raum anrufen, ja? 1700. Wer bietet weniger? 5000. Ist zwar nicht meine Vorstellung von weniger, aber nehme ich mal auch. Möchte noch jemand drüber oder drunter? So, ich höre noch 3700. Ich nehme das mal mit rein. Also, wir haben zurzeit 1700 bis 5000 im Angebot. Es sind 21.004 Kilometer. Nochmal, es stehen 350 Kilometer in Waze. Wenn ich jetzt vorhätte, hier mir anzuschauen, was ändert sich, dann stehen 350 Kilometer in Waze, stehen 21.000 Kilometer in Relationen an, die ich mir anschauen muss. Und dann weiß man jetzt, wo das Problem herkommt und wie das Problem heißt und was einem die dicken Datenmengen reinhaut. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, mit sind die Bonner da besonders gesegnet mit Haufen von Relationen? Ich habe deswegen einfach mal gesagt, die letzte Stelle, wo ich vorher war mit OSM-Bezug, war in Chemnitz und da habe ich die Linux-Tage leider knapp verpasst, aber das ist eine andere Geschichte. Und gedacht mit, okay, Chemnitz ist vielleicht noch zu städtisch, ich gehe noch mal so 10 Kilometer weiter in den Osten, in irgendwas, womöglichst wenig los ist. Wir sehen wieder ungefähr 350 Kilometer Waze, 360. Wie viele Kilometer Relationen sehen wir? Tausend im Raum. Das ist schon ganz gut. Auch das sind 1300. Also auch hier sind 3/4 der Datenmenge sind in den Relationen drin. Obwohl man sagt, das ist eigentlich ein harmloses Dorf, da geht keine hochwertige Straße durch, da geht keine Bahnstrecke durch. Und trotzdem floppt. Das dicke Ding sind die Relationen. Dann habe ich gedacht, gehen wir mal auf die Insel. Da kommt uns jetzt nichts mehr in die Quere. Gleiche Frage ins Publikum. Wir haben diesmal sogar relativ viele Ways. Ich habe die Größe etwas größer gemacht. Wir sind mittlerweile bei 6x6 Kilometer angekommen. Wie viel Kilometer Relation? Was? Zehntausende Kilometer. Okay, ich nehme das mal als 50.000 Kilometer. Ganz so schlimm ist nicht, es sind 13.768. Aber eben, da haben wir auch schon die ganzen Probleme. Und jetzt könnte jemand hier sagen, es sind doch nur Grenzrelationen und es sind doch nur Bundesstraßen und es sind nur Autobahnen und es sind nur Hochspannungsleitungen und es sind nur Bahnstrecken und es sind nur Fernbusse und es sind nur Fernwanderwege und es sind nur Fernradwege und Flüsse. Und ihr merkt das Problem. Also man entkommt dem Zeug nicht. So, und die Dinger sind noch gemeiner, weil nämlich es ist nicht nur so, dass sie den Großteil der Fläche ausmachen. Ich habe jetzt einfach auch mal etwas wahlloser, sind die etwa in schlimmeren Fälle. Das sind keine durchschnittlich schlimmen Fälle, aber schaut mal auf die Versionsnummern. Das ist eigentlich auch ganz logisch, weil je länger das Ding dran ist, desto anfälliger ist es dafür, dass irgendwo entlang der Strecke mal ein Mapper denkt mit, diese Node müsste ich mal so 3 Zentimeter nach oben verschieben oder hier muss ich mal einen Way teilen, weil da irgendwie eine andere Relation durchgehen soll. Das heißt also, es ist eigentlich noch viel schlimmer, weil nämlich diese Relationen auch noch in irrsinnig hohen Versionsnummern vorliegen, weil sie entlang ihrer ganzen Länge Änderungen sammeln. Heißt also, Fazit ist, wenn ich mir so eine Bounding-Box hier anschaue, dann ist es in Wirklichkeit so, per se sind schon mal 90% des Datenvolumens, was mir da auf die Füße fällt, Relationen.
Und dann sammeln die auch noch 10-mal so viele Relationen wie alles andere. Das heißt also 99% der Datenmenge, die mir da, mit der ich mich herumschlagen muss, sind Relations, obwohl ich da eigentlich gar nicht so viel darüber wissen will. Und das ist auch der Grund, warum die in Arkavi zurzeit ausgeblendet sind. Ist, man duscht in Daten, solange man noch keine Strategie hat, da es irgendwie runterzukämpfen. So, ein zweites Problem ist, was auch zum Thema Datenduschen passt, ist, kurze Frage, wo sind hier die echten Änderungen? Da haben wir ja irgendwas relativ genau, das ist nicht so leicht zu finden. Diese kleinen Stellen hier, diese ganz, ich soll nicht laufen, diese kleinen Stellen hier, da, wo der Pfeil hin zeigt, hier und hier, das sind die einzigen Stellen, wo es eigentlich Änderungen gibt. Hier hinten gibt es überhaupt keine Änderung. Das ist noch so ein mittelharmloser Fall, aber es ist eigentlich das gleiche Problem wie bei den Relationen, nämlich die Integrität dieses Elements Way, was hier schon eine gewisse Länge hat, sorgt dafür, dass ich hier wahnsinnig viel Way noch mit angezeigt bekomme, der mich eigentlich gar nicht interessiert. So, und das ist also die... Oh, ich habe noch mehr auf meiner Wunschliste. Eigentlich sind das die Hausaufgaben, mit denen ich gestartet bin. Wie schaffe ich es, in der Änderungsvisualisierung strukturiert runterzugehen? Es gab vor ein paar Jahren schon mal einen Anlauf, da habe ich einfach für mich beschlossen, wir machen ein Datenformat, wo ich Teile von Ways oder Teile von Relationen weglassen kann. Und das Format ist, ich sag mal, ungefähr so beliebt wie Reisen nach Nordkorea, also es ist benutzt einfach keiner. Und deswegen muss ich euch jetzt mal versuchen, wieder ein neues Format unterzujubeln, was hoffentlich etwas besser zu verstehen ist, noch etwas mehr Anklang findet, was aber eben wiederum geeignet ist, dass wir von diesen 99% Datenmenge runterkommen auf eine kleine Datenmenge. So, wie gesagt, Gitblame hatte ich schon erwähnt. Was man eigentlich möchte, ist, ich möchte gerne, wenn ich so eine Struktur habe, unabhängig davon, wo sie genau ist, wissen, wer eigentlich welche Kurve umgeformt hat und welches Tag neu gesetzt hat. So, kommen wir zu den Datenmengen. Und das hat mich selbst überrascht. Der dicke Posten sind mittlerweile IDs. Das sitzt jetzt erstmal bekloppt an. Das ist, ja, ich sehe gerade große Ratlosigkeit. Wie könnte man denn was ohne IDs haben? Komme ich gleich zu. Und wie kann das sein, dass die IDs so wahnsinnig viel Daten fressen? Ich sage jetzt mal, wir haben im Mai ein großes Ereignis, völlig andere Geschichte, Datenschutzgrundverordnung heißt das, was einem auf die Füße fällt. Und jetzt mal Aufgabe für alle im Saal, die mit ihren anderen Hausaufgaben schon fertig sind. Ich behaupte mal, ich kann aus einer ID ablesen, wann das Objekt erzeugt wurde. Wenn man sich das klar macht, dass da im Grunde genommen die ID unter anderem einen Zeitstempel enthält, einen kompletten Zeitstempel, der mir ungefähr die gesamte Historie und die Metadaten liefert. Wenn man sich das klar macht, dann wird auch klarer, warum die IDs so einen wahnsinnig großen Datenteil haben. Man unterschätzt das irgendwie. Ist ja harmlos, ist ja nur eine ID, ist ja nur eine Zahl. Kann nicht schlimm sein. Aber es sind sehr, sehr viele davon da. Und deswegen nehmen sie den größten Raum an. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, oder wir haben eine Chance, die Hälfte der Daten wegzukriegen, wenn wir einen Weg finden, IDs loszuwerden. So, und das ist das, wo ich jetzt einfach nochmal überlege, ein neues Datenformat anzufügen und auch auf der neuesten Fassung auch eine Testversion von habe. Nämlich, wir müssen jetzt erstmal überlegen, vom Prozess her, wo greifen wir am sinnvollsten ein. Und ich bin lang genug dabei, dass mir das Stichwort, ich weiß nicht, wer weiß die aktuelle API-Version von der OSM-Hauptdatenbank? 0.6, ja. Genau, wer weiß, seit wann über die Version 0.7 nachgedacht wird? 7 Jahre, 6 Jahre. Ja, genau, jahrelang. So viel zum Thema mit, wie aussichtsreich es hier wohl ist, hier wohl eine Änderung durchzudrücken. Deswegen habe ich gesagt, ich mache es minimal evasiv. Hier brauche ich eine neue Datenstruktur. Hier auf diesem Abschnitt kann ich sie auch liefern. Für andere Tools bleiben die alten Datenstrukturen auch vorhanden. Ich möchte niemanden zum Umstieg zwingen. Ich biete das nur zusätzlich an. Und was machen wir da? Also ich sage im Wesentlichen, ich mache drei Sachen. Es gibt Vertices, Vertex genannt, es gibt Links, das sind Teile von Ways, und es gibt Trigraphen, das ist das, was die Relationen ersetzt. Und wir haben als erstes, ein Vertex besteht aus einer Koordinate nur noch. Wir lassen die ID einfach weg. Wir behalten die Tags. Und das erste Gute daran ist, ich werde gleich sagen, warum es nicht schlimm ist,
Wir brauchen alle Knoten, die gar kein Tag haben, brauchen wir uns einfach gar nicht mehr zu merken, weil die bestehen aus einer Koordinate, die steht nachher im Link drin, und aus einer ID, die haben wir gerade an den Tisch fallen lassen, sind einfach weg. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben auf natürliche Weise viel, viel weniger Nodes Nodes durch etwas ersetzt, wovon es viel, viel weniger gibt, was ja genau das ist, was wir schon mal vorhatten. Genau, jetzt muss ich noch auf den Punkt einsteigen, von wegen, was ist denn, wenn mal zwei Nodes am gleichen Ort liegen? Ja, für den Fall kann ich immer noch eine ID einführen, aber wie sich herausstellt, warum sie sich dann nur noch bis zwei zählen können. Weil nämlich in ganz Bonn gibt es überhaupt nur 25 Nodes, bei denen es vorkommt, dass zwei Objekte die exakt gleiche Koordinate haben. Es kommt also praktisch nicht vor. Und wenn man sich das anschaut, wo das vorkommt, wenn man jetzt mal hier reingeht, die Karte ist jetzt, ich hätte sie eigentlich größer machen können, hier in der Nähe oder hier eines der beiden ist ein Experiment mit Indoor-Modellierung, wo jemand quasi Geschosse exakt aufeinander gestapelt hat. Alles andere sind einfach Mapping-Umfälle. Da gibt es einen Friseursalon mit zwei Namen. Ich wette mal, einer ist der alte, aber eines davon ist der alte. Und ich hoffe einfach mal, ich finde morgen nochmal eine Gelegenheit, zu spazieren zu gehen und rauszukriegen, welches die richtige Version ist. Und das heißt also, bis auf dieses eine experimentelle Gebäude sind alles andere Fehler. Es kommt also einfach nicht vor. Ich habe es auch für ein paar andere Orte nochmal durchgeschaut. Es ist tatsächlich, diese 0,1% sind eher noch eine obere Schranke. Also es ist tatsächlich ein winziger Bruchteil an doppelten Knoten. Das heißt, wir behalten uns diesen Mechanismus vor, sehr, sehr kleine IDs mitzuzählen, falls man es doch mal braucht. Aber im Wesentlichen versuchen wir, die IDs loszuwerden für Knoten. Das spart schon mal wahnsinnig viel Knoten. Und es spart vor allen Dingen wahnsinnig Rechenzeit, denn wer mit dem Zeug gearbeitet hat, weiß, eigentlich möchte man die Geometrien an den anderen Elementen haben, zum Beispiel eben Way-Abschnitten. Ja, was mache ich jetzt mit den Ways? Warum ist es nötig, die zu zerlegen? Wir denken an das Bild von vorhin. Und deswegen habe ich beschlossen, mich daran erinnert, was man fürs Routing braucht, und beschlossen, ich würde gerne an allen Stellen aufteilen, an denen was Besonderes ist. Das kann entweder so eine Wegekreuzung sein, oder aber es kann sein, dass ein Way durch einen getaggten Knoten verläuft, und an den Stellen würde ich einfach den Way aufteilen. Dann habe ich hier links, die nur noch kurze Abschnitte haben. Und der große Vorteil ist es, an allen Zwischenpunkten weiß ich jetzt, sie sind komplett harmlos und uninteressant. Da kann ich mir also tatsächlich, außer der Koordinate gibt es keine interessante Information mehr. Ich kann die ID loswerden. Und gleichzeitig schöner Nebeneffekt ist, ich könnte auf dem Ding jetzt auf einmal sofort Routing machen, weil es ist überall aufgeteilt, wo es interessant wird. Und es gäbe noch mehr Stellen, wo man eventuell aufteilen möchte. Ein Kandidat wäre bei Überlänge. Ein Kandidat wäre, wenn ich... wieso steht das da? Keine Ahnung. Ein Kandidat wäre an den Stellen, wo ich Fehler habe, dass Dinge sich selbst überschneiden, ohne dass sie eine gemeinsame Node haben. Das ist, da ist aber zu überlegen. Da gibt es sehr, sehr viel von. Wenn man sich anschaut, es gibt sowas wie diese Wege hier, die durch irgendwie so eine Gebäudebegrenzung durchlaufen. Und da würde man sehr, sehr fein teilen. Deswegen die Frage ist, ob man nicht nur an Punkten teilt, die gemeinsam zu einer Relation gehören. Also Objekte, die einen Schnittpunkt haben ohne Knoten, aber gemeinsam zu einer Relation gehören. Aber dann wird es natürlich wieder kompliziert. Deswegen, aus solchen Gründen oder Ähnlichen ist es noch nicht draußen. Praktische Überlegungen sind auch, ich will nicht einfach nur, wenn zwei Ways sich einen Knoten teilen, immer aufteilen, weil sonst habe ich so eine Situation hier, dass hier zwei Gebäudeteile aneinander stoßen. Und da ist einfach doof, da möchte ich eigentlich einen durchgehenden Bogen haben. Und ich möchte nicht in jedem Abschnitt aufteilen, nur weil sich jemals zwei Ways berühren. Deswegen ist das Format noch nicht final, deswegen ist da noch eine ganze Menge draußen. Wenn man schon ein neues Format macht, sollte man sich, möglichst wenig hirnrissig sein. Und deswegen habe ich da auch keine Eile, was Neues einzuführen. Und für Trigraphen werde ich mir jetzt auch kurz fassen. Die Idee ist es, statt dass ich eine durchgehende Kette, also die Relation in etliche Ebenen habe, teile ich mir einfach die Relation auf kleine Stücke auf. Das gibt es aus der Sprachanalyse, den Begriff Trigramm. Da merke ich mir einfach nur drei Buchstabengruppen. Und der Trick ist, man kann aus den kurzen Informationen, wenn ich weiß, was ist der Vorgänger, was ist der Nachfolger, dann kann ich mir das Ding, wenn ich es brauche, komplett zusammensetzen. Aber wenn ich jetzt damit arbeite, ich kann mir das zum Beispiel in einen sinnvollen räumlichen Index packen. Während die Bahnverbindung von Flensburg über Bonn nach München kriege ich nicht den einzigen vollen räumlichen Index. Das kriege ich problemlos verarbeitet.
Und deswegen ist die Idee, die aufzuteilen und standardmäßig mit diesen Teilen zu arbeiten, damit ich dann in der tatsächlichen Bounding-Box nur noch viel weniger Daten habe. Und da kommt dann auch wieder eine interessante Option. Wenn ich einmal so klein gehackt habe, dass ich nur noch Abschnitte von Flächen habe, dann kann ich nämlich auf einmal auch einfach hier reinschreiben, so ein Attribut im Stil von mit is closed to the right. Also einfach sagen, closedness gleich right. Und könnte auf einmal Flächen abbilden, ganz kleinräumig, für egal wie großräumig die Fläche ist. So, jetzt gucken wir uns nochmal kurz an, was wird aus diesem Ding, was viel Raum nimmt. Auf einmal nimmst du noch viel weniger Raum ein, weil ich nämlich hier die Wege abgeschnitten habe, die ich nicht mehr brauche. So, jetzt muss ich auch zu einem Schluss kommen und die Beispiele fallen jetzt generös unter den Tisch, weil mir nämlich leider die Zeit ausgeht. Entschuldigung. So, gibt es Fragen? Ja, vielen Dank, Roland. Wie immer merkt man bei deinen Vorträgen, dass du auch intensiver Nutzer deiner Apps bist, indem du die immer wieder verbesserst und immer wieder Haken und Ösen findest, die man verbessern kann. So, und ich denke, es gibt Fragen. Ich sehe die erste schon da oben. Ja, es ist ja nicht umsonst, dass an so einer ID leider sehr viele Sachen dranhängen, nämlich ein Benutzernamen, Zeitstempel, und mehrere andere Sachen noch, ne? Und das bläht das natürlich Ganze auf, aber man will ja alles rückverfolgbar haben, ne? Und dann braucht man halt die Informationen irgendwie doch. Ja, es ist richtig, dass die Daten da sind, aber es ist das ist aber nicht meine Baustelle zu entscheiden, was davon in welcher Form exponiert wird. Wir haben ab Mai, werden wir sicherlich große Änderungen durch die Datenschutzgrundverordnung sehen, welche personenbezogenen, und das Problem sind möglicherweise personenbezogene Daten plus die Möglichkeit desjenigen, der betroffen ist, in die der weiteren Verarbeitung zu widersprechen. Und an dieser Stelle wird es kompliziert. Das heißt also, wir müssten eigentlich die Möglichkeit haben, dass ein Benutzer die OSMF anschreibt und sagt mit, das sind meine personenbezogenen Daten, bitte löscht den Metabezug raus. Und das müsste Auswirkungen bei mir auf der Datenbank haben. Realistischerweise hat kein Mensch eine Vorstellung, wie das komplett zuverlässig funktioniert. Das heißt, da wird es sicherlich eine ganze Menge Überraschungen geben, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das werde ich jetzt hier nicht vertiefen. So. Was ich jetzt am Ende noch vermisse, ist eine Angabe. Du hast ja jetzt in deinem Datenmodell das Phänomen, dass du sehr viele Koordinaten dupliziert hast, während in dem klassischen Modell ja jede Koordinate im Grunde nur einmal irgendwo gespeichert wird. Wie sich das Datenvolumen für Koordinaten verändert, auf Basis des derzeitigen Datenstandes. Hast du da eine Abschätzung zu? Ja, es verkleinert sich. Hört sich erstmal widersprüchlich an, aber der Punkt ist, also zum einen ist der Unterschied nicht so groß, wie man denkt. Wir haben zwei Koordinaten, also eine Koordinate nimmt, speichern jedes mit 4-Bit Genauigkeit, das heißt, eine Koordinate nimmt 8 Byte in Anspruch, die aktuellen Node-IDs nehmen auch 8 Byte in Anspruch. Und jetzt ist es die Frage, wo der Kompressionsalgorithmus sich drauf besser schlägt. Und dann ist es so, dass die Geodaten gewinnen, weil man meistens räumlich zusammenhängende Daten anschaut. Das heißt, von den 8 Bytes sind in Wirklichkeit 6 identisch. Dann sagt die Kompression, super, hau ich raus. Und das heißt also, real hat man für Koordinaten einen sehr viel niedrigeren Speicherbedarf als für IDs. Die IDs sind nämlich wirr verteilt über den Planeten. Du protestierst wahrscheinlich gerade, weil ich sage, ich denke immer in komprimiert, aber es ist tatsächlich so, die meisten Strukturen, die cachen, die Datenüberschneidungen haben, es gibt Koordinatenduplizierungen, aber dadurch, dass ich die ID zum Identifizieren nicht mehr brauche, sondern die Koordinaten nehme, spare ich am Ende mehr an Daten ein, als ich am Anfang ausgebe. Ja, stimmt. Entspricht auch meinen Überlegungen. Ich wollte mal sagen, du hast es relativ schnell abgetan, dieses AP07, und zu versuchen, da eine Änderung herbeizuführen. Und ich muss sagen, also ich bin jetzt inzwischen zu dem Punkt gekommen, wo ich sage, doch, wir müssen das machen und wir müssen das angehen. Und ich habe von anderen Ausgangsbasis, aber letztlich bin ich zu teilweise ganz ähnlichen Schlüssen gekommen, was unser Datenmodell angeht, die du jetzt da vorgetragen hast auch. Und da kann man sich ja noch vieles überlegen oder sollte vieles überlegen im Detail, aber
Ich glaube, wir sollten versuchen, das echt in unser Datenmodell reinzubekommen, diese Überlegungen in unsere API reinzubekommen und in unsere zentrale Datenbank reinzubekommen und diese Sachen zu verbessern, weil sie uns sonst über den Kopf wachsen. Also gerade die Anzahl der Nodes, die dazu führt, dass wir heutzutage alle Art von Datenverarbeitung, die wir machen, auf einer Maschine machen müssen, die mindestens 64 GB RAM hat, damit wir überhaupt die Nodes im Speicher halten können, also die Locations der Nodes im Speicher halten können. Und das wird nur noch schlimmer. Und ich glaube, wir sollten das mal angehen und das wird ein paar Jahre dauern wahrscheinlich. Und es ist gut, diese Sachen auszuprobieren außerhalb der zentralen Datenbank und jetzt, so wie du es beschrieben hast, im Nachgang die Daten irgendwie zu das Format irgendwie, die Daten zu konvertieren in anderes Format und auszuprobieren, aber letztlich, wir sollten auch das in unsere zentrale Datenbank reinkriegen, irgend sowas. Gebe ich dir recht, aber ich glaube, es wird einfach einfacher, wenn man den Leuten zeigen kann, schaut, es funktioniert, zu sagen, man macht dann den nächsten Schritt, portiert es eins zurück, dann gibt es irgendwann den Layer, wo die Datenbank intern damit arbeitet, nach außen noch Nodes und so weiter kommuniziert. Und dann sagt man jetzt brauchen wir den ganzen alten Quark nicht mehr und dann hat man es durch. Also ich glaube, gebe dir recht, und es wird allerdings ein jahrelanger Prozess sein. Und unser erster Schritt ist erstmal, was Funktionierendes vorzustellen, damit man die Leute überzeugen kann, dass es in den Kern zurückportieren. Und wahrscheinlich auch wir es selbst portieren. Also es mehr darum geht, dass die anderen Leute annehmen, dass wir da eine größere Portierung zurückliefern. Ja, die Diskussion um das Thema wird sicher noch viele Zeit in Anspruch nehmen, Jahre wahrscheinlich. Aber an dieser Stelle müssen wir jetzt erstmal Schluss machen, weil wir jetzt schon über 2 Minuten über die Zeit sind. Vielen Dank nochmal an Roland.